Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mit dem Anduin, grüß euch. So, ich bin wieder retour bei diesen Gebäuden, wo die Tibra dann auch... Ah, da steht sie. Ja. Unter der Straßenlaterne. Genau. So, ich schmeiß noch in das weiße Fahrzeug was rein. Ich habe auch einiges. Leg einfach rein, ich leg's dazu. Beziehungsweise da wir dann einfach scrappen. Ich habe jede Menge Blaubeersamen. Das ist toll. Schmeiß also nicht Samen. Alles rein, was ich da jetzt habe, weil ich nicht von Buchladen so viel wie möglich mitnehmen kann. Und das weiße Auto kann man ja jederzeit wieder. So. Ich habe. Ja, das Papier. Ich nehme mal die Pfeile, damit ich meine gleich verarbeiten kann. Nimm dir. Die Federn meinst du? Federn, sorry. Oh, ja. Ah, ich habe einen Cooking Grill. Ich hätte 45 Federn. Brauchst du die? Ist die an? Ja. Moment. Wir müssen nur eine Zombie-Gruppe dort wegräumen. Also. Ah, dann arbeite ich gleich um aus. Also soll ja, nicht das Federn sein. Sind drinnen. Ich gehe schon mal vor und beginne. Du brauchst nur diese Straße Richtung Westen weiterlaufen. Ja, ja. Ich werde laufen. So, Steel Arrows. So, machen wir gleich. Steinfedern. Ah, Steinfedern meine ich. So. Ich folge hier. Okay. Von links kommt glaube ich auch. Von rechts kommt einer. Von rechts auch. Ja. Was ist jetzt? Von rechts oben. Oh Mann, massig. Massig. Achtung, es kommt noch einer dazu. Was ist einer? Ach, Kacke. Den hat's. Ja, die steht, glaube ich, da eine, die eine ist. Nett. Ich schaue nur kurz rundherum. Scheint. Hinter dir, ja, sorry. Ah, ich habe jetzt nicht geschaut. Ich bin einfach blicken. Oh, ich war so konzentriert. Ja, habe ich genommen. Ich habe jetzt da nicht geschaut. Ich war so konzentriert. Nachdem ich dich immer gehört habe, laufen und dachte. Blödes Weibsstück. Bandage, Heilbandage hast. Ich habe eine Bandage genommen, Blutung vorbei, passt. Gut. Nein, mein Box was zum Hochheilen, weil ich habe mehrere Erinnern. Ja, ich brauche Heilbandage. Okay, ich lege da, geht das Auto zum Reinlegen. Oh. Ja, dann machen wir es da vorne beim Buchladen, jetzt haben wir einen Großteil weg. Okay. Ich heil mich aber, ich habe Painkiller genommen. Ja, die helfen uns wirklich. Gescheiter wie nichts. Ja, schon.
gebe dann eh 2 Bandagen für dich. So, der ist auch erledigt. Wie schaut es links, rechts aus? Da vorne kommt noch einer. Rechts oben? Ja, sehen. Ja, das ist der Spasti. Ja, links kommt, von links kommt ein Vetter. Ah ja, ich sehe ihn. Vor uns ist eh nichts, ne? Die Richtung, wo du gerade gelaufen bist. So, der liegt. Warte, ich gehe mal kurz im Nahkampf da. So, jetzt haben wir den dickeren da noch. Danke. Und drauf auf ihn. Oh shit, ja, ich muss das tun. Schnell, schnell weg. Okay. Oh, so. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe gerade den letzten Pfeil bei ihm verschossen. Ah, ich habe über 100 Pfeile. Ja, brav. So. Okay. Dann würde ich sagen, das schnell aufnehmen. Ja, Leichen wegräumen. So, na, ich heile mich schon wieder hoch. Ich brauche keine Bandage von dir. Okay, wie du willst. Die Painkiller haben geholfen. Super. Sag mal, kannst du denn noch alles aufnehmen? Da vorne liegt, liegt was? Ich bin leer. Okay. Es kann nur sein, dass er jetzt einen, der was noch was drin kommt hat. So. Na, passt. Ja, ich glaube, es passt. So, gut, auf zum Buchladen. Ich hoffe mal, das waren jetzt alle. Ach, irgendein netter Herr wird schon drin sein oder nette Dame. Oh, was war denn das? Was war denn das? Das war... Oh Gott, wo? Lederrüstung. Ah, da oben. Wo oben? Was tust du da oben, bitte? Da hängt im Vordach. Kannst du? Ich habe keine Pfeile mehr. Na, halt doch still. Na, bitte. Ich bin doch immer hunted. Ja, der lebt doch noch. Okay. Okay. Ich hoffe nur, der fällt mir nicht am Kopf. Na? So, jetzt, er sollte ich habe ihm das Bein abgeschlagen. Upp, jetzt ist er runter. Oh Gott. Gut. Ah, herrlich. So, ich glaube, wir gehen durchs Fenster. Das ist einfacher als durch die Türen. Ja. Wobei, das wäre wahrscheinlich ein cooles Gebäude. Das hat einen Kletterschutz, da kommen keine rauf. Ach so, Blödsinn, du kommst da noch rein. Ja. Wo bist du? Jetzt hier. So, da schauen wir mal rein. Den hellen mit dem Licht. Ja, das ist eine gute Idee. Und schauen, dass wir möglichst schnell alles looten. Ist schon zu spät, ne? Na, aber es wird da wahrscheinlich eine Menge drin sein, also die Buchläden sind immer ziemlich voll. Okay, irgendwie geht mein Licht nicht. Aber vielleicht ist er im Eimer da, der Helm. Schauen wir mal. Na, du hast nur immer einen anderen auf. Oh! Wie das? Habe ich den ausgetauscht? Na, wie wir weglaufen sind, hast du gesagt, gute Idee und bist da gewechselt. Nein, nur Papier. Wieder nur Papier, kack. Und du bekommst Leder aus der Sitzgarnitur. Mhm. Ich krieg nur Papier raus. Kann jetzt nicht aus der Sitzgarnitur? Nein, aus den Regalen da. Regal. Eigenartig. Mhm.
Kann man diese Tischchen da noch aufnehmen? Nein. Schade. Kann ich sie abbauen mit der Range? Ah, was lässt sie abbauen? Naja, krieg ich nicht die Teile raus. Papier. Früher hat man diese Teile dann ja einfach so aufnehmen können. Mm. Oh, was ist das? Ein Gun? Muss ich dann schauen, was ich. Im Buchladen. Ja, Schemata. Armbrust. Ja. Schemata. Ja. Yes. Egal, wer sie lernt, aber. Ja, du kannst sie, glaube ich, auch noch nicht. Nein, ich kann sie auch noch nicht. Darf ich sie gleich lernen? Ja, ja, klar. Natürlich. Okay, Jungs, jetzt wird's. Schemata für Leder. Sniper Rifle ist das Schemata. Die, glaube ich, habe ich sogar schon. Ah, ich habe die kurze, abgesägte Schrotflinte Schemata. Ich nehme es einfach einmal ins Inventar rein. Also. Ja. Möglichst alles mitnehmen. Ich schau dann nachher. Ich nehme die Bilder auch mit, das ist ein Broken Glass. Ja, alles, was ich nicht kann, kannst dann du haben. Oh, toll! Das erste Hilfepaket, ich glaube, das kann ich auch schon. Noch einmal die Lederbeinrüstung. Es ist halt bitter, wenn man Sachen dreimal Filme kriegt und. Pistols! Okay. So. Schemata auf den Benzinkanister, das kannst dann du haben, weil okay. Das habe ich vorhin erst gelernt. Das da hast du ja alles du gemacht, die Seiten. Ja. Da. So. Dann hätten wir hier ein paar Automaten. Ich gehe dann mal gleich rein. Ja, da kann man sich bei Gelegenheit was kaufen, habe ich aber nicht vor. Braucht man nicht. Da ist ein Kühlerschrank, da ist nichts drin. Ah, schön, ja. Machst du die Tür links? Ja, mache ich links. Moment, gleich dabei. Da Wurscht kommen oder was? Ah, Wurscht. Joker sieht. Das schaut aber merkwürdig aus. Das hätte ich jetzt nicht das Samen erkannt. So. Ja, das sind die Sanitärräume. So, dann werden wir mit was zerlegen. Systematisch. Aber wir haben eine Armbrust-Schemata. Sehr geil, sehr geil. Ich hab's gelernt, gell? Die warten wir ja schon länger. Dass die nicht mehr verloren geht. Hm. Sehr, sehr cool. Ja. Oh, sehr schön. Oh, etwas Kacke. Nett. Bildsamen. Dünger in Rohform. Ja, genau. Wir nennen wir. Oh, zweimal Dünger in Rohform. Yep. Hm? Können Sie ja schon. Ah. Sehr Cooking Pot, da mal einfach scrappen, oder? Cooking Pot scrappen, ja, ja, ja. Scrap, scrap. Das auch gleich. Ach Gott, ich bin schon wieder voll, aber die Steine, die brauche ich nicht weg damit. Stein ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Mm. Und da kann ich auch noch zusammenstecken. So. Gut, ja, also ich wäre soweit. Ich bin hier auch durch. Mhm. Kontrollieren wir nochmal. Wir sollten auch durchlaufen. Ja, 17, 19. So. Ja, ich schau da auch nochmal. Ja, geil. Das heißt, in der nächsten Folge sind wir mit Armbrust bewaffnet. Das da hast du alles genommen. Oh, ja. Der Kühlschrank gesondert. Da war was drin? Ja, unten. Ach, unten habe ich vergessen, ja. Okay. Ja, Oberteil ist leer. Gut, das ist eh nur der Automat. Die Kästen da hast du. Brauchst du Pfeile oder irgendwas? Nein, wir laufen ja nochmal retour, ne? Okay, oder? Wie du meinst. Oder willst du noch was machen? Nein, aber ein paar Einzelne hätte ich da schon gegeben. Nein, ich bring's auch wieder rein. Achso.
So, dann drehen wir da mal ab. Okay. So. Den nehme ich noch weg. Hinter sein. Nö. Und hinterm Haus? Warst du hinterm? Nein, aber ich war nicht hinterm Haus. Weil normalerweise liegt da immer rundherum auch noch einiges herum. Stimmt, allerdings. Und Dach. 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 Okay, Dach. Pizza. Ich sag immer Pizza dazu. Soll ich irgendwo was nehmen? Dach, hast du gesagt? Dach, Dach, da wäre Schießpulver. Dach, Dach, Dach. So, ich schaue jetzt mal, was ich lernen kann. Ne? Mhm. Schau einfach. Das macht mal Sinn. Das ist ein schönes Dach. Steht das dabei, ob ich das schon mal gelernt habe? Woran erkenne ich das? Woran erkenne ich? Bauplan abgesägte Schrotflinte. Ist einfach nur ein Klapp. Gut, das kann ich nicht prüfen, aber ich kann prüfen, ob ich die Lederrüstung kann. Ja, das habe ich schon gelernt. Die Lederbeinschienen. Okay, kannst du dann nachschauen, ob du die auch schon kannst? Ich habe mal Hunger. Ich bin am Dach, warte mal. Lederbeinschienen. Dann geht wieder was frei bei mir. Ich habe Leder. Nein. Nein. Kannst noch nicht. Habe ich kein Boot. Dann wenn du runter. Warte mal. Lederboot, Leder Armor Chest und Leder Benchen. Leg Armor, ja. Leg Armor, kannst ja, du? Ja, habe ich. Gut, dann lerne ich's. Die habe ich nämlich zweimal gekriegt. Sollte einen Punkt was bringen, einen Benzinkanister dann für dich? Ja, bitte. So, Bursche, was ist mit dir? Oh, Schrotflinte, Pfeile, Nägel. Kann ich alles noch nehmen? Schrotflinte, Munition. Oh! Bauplan für die Nagelkeule. Nagelkeule ist gut. Ich glaube nämlich. So. Die Nagelkeule. Ja, die muss ich noch lernen. Das werden wir gleich machen hiermit. Wo ist er denn? Patronenhülsen. Da ist ein Baumstamm. Federn. Da schaue ich mal kurz rein. Honig und ich kann nichts nehmen. Geschmort. Na, das brauche ich nicht. Mach mal so. Change. In die große Mülltonne würde ich da jetzt kurz den Benzinkanister reingeben. Also ja. Den Bauplan. Ja, mach. Und Holz könntest du stecken? Ein bisschen was geht drauf. Ich habe Papier. First Aid Kit, da muss ich auch noch drüben schauen. Ich glaube zwar, dass es gelernt hat, aber ich weiß nicht. So, du kannst dir das einmal rausnehmen. Was kannst du? Ja, Holz. Das ja, den kann ich schon. Den tue ich da gleich rein. Verbandskasten. Ja. Ist drinnen. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Jetzt kann ich den Rest aufnehmen. Ah, das habe ich schon. Mach ich. Alles gut. Macht ja nichts. Lernt es klar. Das sind zusätzliche Punkte. Ist egal, ob es das du kriegst. Also. Hm? Gut, dann mache ich die Seite noch vom Haus, aber da wird eh nichts sein, nehme ich an. Oben war nur eine Leiche und der Rucksack habe ich ausgesackelt. Sehr schön. Okay, dann geht's retour, oder? Mhm. Sehr schnell, weil es 19 Uhr. Oh ja. Dann wirf ich mir nachher gleich einen Painkiller ein. So. Ich habe auch keine Munition mehr jetzt für die Pistole. Oh, du hast gar nichts mehr? Nein, ich habe zuerst das verschossen mit der Krankenschwester. Ich wollte dir nur sagen, wir haben auch einiges noch im weißen Auto liegen. Stimmt, ja. Also es wird nicht ausbleiben, dass wir den Weg nochmal nehmen. Und noch dazu, wir haben diese beiden Häuser auch noch nicht Ja, es gibt ja einen Tag 34. Ausgeräumt, ja. Wir sollten dann vielleicht ein bisschen was machen,
schau mal, was ich draus decken kann. Ja, dann wie gesagt, machen wir außerhalb. So eine Zeit drauf laufen. Du kannst gern weiter laufen. Du musst jetzt nicht auf mich warten. Okay, na vielleicht kann ich noch was nehmen, ne? Fett kann ich ausdecken, Knochen habe ich da. Hautingfleisch habe ich da. Eier habe ich nicht. Das habe ich nicht. Papier kann ich da. Taschenlampen lässt sie nicht, das lässt sie nicht. Die Tierhaut geht nicht, das geht nicht. So, du kannst rein. Okay. Da. Eier, nein. Painkillers tue ich mir da drauf. Das hatte ich wo, denke ich mir. Nein. Nein, geht eigentlich auch. Nothing. So ein Schmarrn. Okay, lauf mal. Ich habe noch die Heidelbeeren mitgenommen, die 72. Und das Fleisch habe ich auch mitgenommen, dafür habe ich die Sandwich rüben lassen und die, das Fett. Das wird eine tolle Party. Ich habe ein Bier dabei. Heidelbeerbier. Heidelbeerkuchen und Bier. Aha, die liegen Zombies drin. Die habe ich auch gesehen. So, nachdem ich sowieso schon das Zeug drinnen habe. Nachdem du sowieso schon stinkst. Genau. Ob man stinkt oder etwas mehr stinkt, ist schon. Ist schon egal, ja. Das spielt keine Rolle mehr. Wenn, dann richtig. Zombies riechen's. So ist es. Ja, sollte sich schon ausgehen. So, jetzt Daumen drücken, dass wir das schaffen. In der Zeit. Ich sag's dir, wie es ist, ich würde am Dach von Supermarkt bleiben. Kommt drauf an, wann wir dort vorbeikommen. Wenn ich's nicht erlaufe. Wenn wir vor 21 Uhr dort sind, dann. Aber sollte sich doch ausgehen. Dann geht sich der Rest aus. Ja. Aber einmal nehmen wir den Weg noch. Jo. Mindestens. Naja, wir werden noch öfters nehmen. Die Buchhandlung. Naja, da ist fast besser vielleicht dieses Dorf, was nach der Buchhandlung kommt. Da sind auch so Ziegelgebäude, weil wir werden dann irgendwann auf dem Weg OPs benötigen. Okay. Wo man dazwischen übernachten kann. Ah, okay. Irgendwann wird der Weg so weit, dass man nicht mehr laufen. Stimmt, ja. Bier hätte ich auch noch. Warte mal, ich schmeiß mir kurz das Bier ein. Ich bin ein Stück weit hinter dir. Ich warte beim Supermarkt, der kommt da schon. Okay. Ja. Ich. Ein Griecher, ein Walker, noch ein Griecher. Ich habe genug Ausdauer, bin wieder oben. Ein Zappel-Philipp. Ich sitze auf der Brücke. Ich sehe dich. So, dann quer fällt ein, würde ich sagen. Links von unserer Brücke. Sie beginnen jetzt dann ins Laufen. Ab 22 Uhr, glaube ich. 22 Uhr. Ja, ich glaube, das haben sie auch rausgenommen. Weißt du, bei beim ersten Mal, 7 Days, da haben sie kurz vorher haben's begonnen, wenn so schrittweise zu laufen. Ja, in stimmt. Der Übergangszeit. Das ist aber wieder weg.
Das war, glaube ich, mit der Release 12. Schock mich. Blöde Tussi. So, also ich nehme jetzt den direkten Weg. Mir ist das egal wegen den Hunden. So, darüber. Yes! Sehr schön. Wow. Gut. Ja, ist ja knapp. 40 Minuten noch. Spielend. Aber wie schnell die Minuten verlaufen gegen die. Locker. So, auf der Zugbrücke rüber. Oh je. Yeah. Ich habe mal kurz aufgetankt. Ich wackle schon etwas. Rat, 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 rat. So, etchi, betchi. Bin zu Hause. Ja, ja, komm rüber. Dann kannst du ihnen die lange Nase zeigen. Etchi, betchi. So, was kann ich denn da machen? Oh, da haben wir Urfühl. Ja, damit wäre es wieder geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die zweite Folge diesen Tages und der Nachmittag. Wenn ja, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, happy gaming und viel Spaß beim Schemata und Bücher lesen, um etwas mehr an Wissen zu bekommen. Ciao! Ciao!